Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und unser SK Sturm hat mit 0:2 in St. Pölten in der ANV Arena gegen den SK in St. Pölten verloren. Kassiert damit die erste Saisonniederlage in der Bundesliga. Und ja, das Spiel war jetzt nicht gerade berauschend. Also die Niederlage an sich ist natürlich ärgerlich. Ich muss aber eins vorwegnehmen, St. Pölten war auf jeden Fall nicht das bessere Team. Vielleicht ein bisschen optische Überlegenheit haben unsere Blackies schon gehabt, in puncto Ballbesitz und so weiter, aber ja, man hat über die gesamten 90 Minuten keinen richtigen Zugriff so wirklich in der Offensive bekommen, hat sich ja kaum richtig nennenswerte Torschancen rausgespielt und das ist dann schon insgesamt ganz ernüchternd, was da abgelaufen ist in St. Pölten. Auf jeden Fall. Zu Beginn der Partie, ja, das Ganze eher ein bisschen ausgeglichen. Ich würde sagen, ja, Sturm klar von Anfang an mit mehr Ballbesitz. Und so aus dem Nichts nach 12 Minuten gleich mal das 1:0 für St. Pölten. Eine sehr, sehr kuriose Szene und leider sehr, sehr passend für die aktuelle Situation bei unseren Schwarz-Weißen. Dario Maresic will einen hohen Ball erklären, schießt allerdings Peter Schul an und von Schul prallt der Ball genau zurück vor die Füße von Luxbacher. Der zieht alleine auf Siebenhandel, umkurvt diesen und schiebt dann lässig ein zum frühen 1:0 für St. Pölten nach nicht mal eben einer Viertelstunde. Und ja, dämliches Tor. Man kann im Endeffekt, ja, würde ich trotzdem sagen, Maresic da nicht mal wirklich einen Vorwurf machen. Es ist einfach Pech. Es ist einfach Pech und ja, eben ein bisschen stümperhaft, aber okay, kann wirklich mal passieren. Passt eben zur Situation, dass eben früh das 1:0 für St. Pölten. Von dem hat sich Sturm nie so richtig erholt, hatte ich das Gefühl. Man hat halt wirklich eben versucht, nach vorn zu spielen. Also die Mannschaft wollte schon, aber sie konnte einfach nicht, warum auch immer. Zunächst mal ja, war es interessant, dass man personell ein bisschen probiert hat, etwas zu verändern. Man hat wieder mal mit Viererkette begonnen. Ferreira war in der Abwehr beispielsweise, Aflonitis wurde rausrotiert, Lackner auf der 6 und Obermeier auf dem linken Flügel und Kozurek über rechts zu Beginn und Essay als Solospitze hat insgesamt ja nicht so wirklich hundertprozentig funktioniert, hat mir bestenfalls in Ansätzen gefallen und im ersten Durchgang ging aber eben kaum was. Also man hat eher immer mit hohen Bällen probiert, über rechts, über Koch, über links, über Obermeier, aber gegangen ist wirklich relativ wenig, auch Ferreira hatte ja offensiv ja zwar leicht gute Ansätze, hier und da mal eine Flanke, die so halbwegs gefährlich in Richtung 16er gekommen ist, aber hinten war das dafür dann teilweise doch ein bisschen Tohuwabohu, also man muss schon sagen, St. Pölten für mich im ersten Durchgang ja nicht unbedingt jetzt schlechter gewesen, in Ansätzen gefährlicher fast als unsere Blackies, obwohl wir eben das Spiel eher gemacht haben. Mit dem 0:1 ist es eben in die Pause gegangen und im zweiten Durchgang das Ganze ja ein bisschen besser aus schwarz-weißer Sicht, zumindest die Anfangsphase. So, ja, bis Minute 60 herum würde ich fast sagen, unsere Blackies ein bisschen drückender, wenn man eben von Druck sprechen kann. Obermeier, der sich oft ins Dribbling getraut hat, der mir noch von einem der wenigen am besten fast gefallen hat, also der kann auf jeden Fall öfter spielen in den nächsten Partien, hat sich oft über links versucht durchzusetzen. Hier und da hatte Sturm gefährliche Ansätze, eben nach einem Obermeier-Dribbling gab es eben die Hereingabe auf Grozu, der dann seinen Kopfball knapp neben das Tor gesetzt hat. Und ja, Sturm hat es dann eben auch über viele Corner probiert, die aber alle nicht wirklich gefruchtet haben. Also man muss sagen, Riegler im St. Pölten-Tor hatte nicht wirklich was zu tun. Ich muss es ehrlich zugeben, also so Mitte, Ende der zweiten Halbzeit, es ist, und das habe ich sehr, sehr selten, es ist wirklich bei mir persönlich das Interesse ein bisschen verloren gegangen, die Partie wirklich zuzusehen, weil das einfach traurig war. Ganz einfach. Also da kann mehr kommen, da muss mehr kommen und im Endeffekt war es dann einfach so, Sturm eben mit den 2-3 Halbchancen hat es versucht, dann das Ganze wieder verflacht. St. Pölten, nichts zu sehen in der Offensive, bis Minute 86, René Gadler aus dem Abseits kommend, war in der Wiederholung, wie man gesehen hat, dann Abseits, soll aber keine Ausrede sein, spielt den hohen Ball auf den eingewechselten Funtas, heißt er glaube ich, also der griechische Angreifer von St. Pölten und ja, der dann allein vor Siebenhandel trifft zum 2:0. Am Schluss hat er dann nur mehr der eingewechselte Markus Pink noch eine Möglichkeit auf 2:1 zu verkürzen. Im Endeffekt ist es nichts geworden und deswegen ja, hat man das Ganze auch 2:0 verloren. Ja, und von dem her heißt es jetzt natürlich erstmal wieder ja, Wunden lecken, Aufarbeitung betreiben. Und ich hoffe, unsere Blackies können da einfach die richtigen Schlüsse draus ziehen. Auch das Grozurek-Interview
sollte nicht unerwähnt bleiben. Da redet er von einer dominanten Sturmmannschaft. Also ich weiß nicht, in welchem Universum, dass wir wirklich dominant waren. Wir hatten natürlich mehr Ballbesitz, aber das war dann eigentlich auch schon alles. Und ja, im Endeffekt Torchancen gab es so gut wie keine. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein Prädikat für dominant. Also bis auf genau den Kopfball von Lackner, wenige Minuten nach dem Führungstreffer für St. Pölten, nach dem 1-0, den habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, wo gab es denn da Torchancen großartig? Also eben, die 2-3 Aktionen, zweite Halbzeit, viel zu wenig unterm Strich. Also ja, da braucht man sich nichts drauf einbilden. Also muss das Spiel sicher nicht schön reden. Das war nichts, das war für Sturm viel zu wenig. Und ja, das muss besser werden. Ohne Wenn und Aber. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr zu diesem Spiel sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Hier bei den Lions TV. Euer Elias. Auf die Schwarzen, nichtsdestotrotz. Und bis dann. Ciao, ciao.